Recht herzlich willkommen zur 136. Folge von Simotrans. Naja, wir haben letztes Mal hier aufgehört. Lass mal überlegen. Hier waren wir. Ja, wir wollten oben nach Floto, um dort einen Bahnhof anzuschließen, der mitten auf dem Land noch ist. Und dieser hier ist das im Endeffekt. Weil da fährt ja noch kein Bus und dann müssen wir die Busse noch abschaffen, sozusagen. So, jetzt müssten wir gucken, welche Busse sind innerorts. Mal hier nicht, der ist bestimmt ein Innerort hier, ne, oder? Linie Stadtbus Floto, gut, dann können wir hier mal die Linie ändern. Linie ändern. Und jetzt müssen wir da noch... Achso, warte, bevor wir das ändern, müssen wir natürlich erstmal da eine Bushaltestellen-Schild hinstellen, ne, damit wir da auch hinfahren können. Und zwar hier, ne. Ja, machen wir da mal hin. Gehört jetzt dazu. Und Linie ändern bedeutet, komme ich da jetzt noch bewegt? Ja, der Efeuweg. So haben wir ja schon offen, ne? Hinterm Efeuweg müssen wir da einfügen machen. Efeuweg. Und ich glaube, dann machen wir wieder zurück, dann fahren wir da nochmal hin und dann gucken wir, wie es weitergeht. Dann passt das schon. Dann ist auf jeden Fall der Bahnhof irgendwann mal drinne. Die Linie könnte definitiv löschen, weil das hat nicht geklappt. Gut, dann ist der auch angeschlossen, der Bahnhof. So, dann müssen wir mal gucken, ob wann hier welche warten oder nicht. Passen wir da mal auf. Und jetzt müssen wir dann noch die hier fahren. Kappen, ne? Ausmustern im Endeffekt ist das. So, da sind noch ein paar mehr. Na, das hat ja wieder gut geklappt, ne? Der ist jetzt auch voll. Fernbus Sonderhausen Floto ist das, genau. Der kriegt auch diese Marke. Können wir hier eigentlich schließen, die beiden. Haben wir den schon erwischt? Ich glaube nicht. Der ist auch mit 13 besetzt. Gut. Das kann weg. Dann können wir... Ach, da war wieder eine falsche Taste erwischt. Das ist Fernbus... Zack, ausmustern. Das war falsch. Da sprang die Maus einmal rüber. So, die sind schon mal gleich weg. So, dann haben wir noch hier zwischen Floto und Dingens was pendeln. Aber warte mal, wo geht denn der hin? Müssen wir den anschließen? Nein, den haben wir schon angeschlossen. Der ist ja direkt hier mit der Bushaltestelle da verbunden. Ne? Genau. Das bedeutet, den mustern wir auch aus. Hier ist schon der erste weg. Und der sollte gleich auch weg sein, ne? Da ist schon der zweite weg. Weiß jetzt gar nicht, der ist wohl noch offen dann. Den können wir dann auch ausmustern. Floto Waldeck, genau. Jetzt haben wir genau das umgekehrt gemacht. Ja, jetzt haben wir den wahrscheinlich sogar... Oder war da gar keiner drin, dass er sofort weg war? Das könnte natürlich auch noch sein, ne? So, jetzt müssen wir noch gucken, ob da auf der Linie einer rumfährt oder nicht dann, ne? Flotoball, der gibt's keinen mehr. Also kann die Linie auch weg. Dann hat das geklappt. So, hier können wir mal reingucken. Der hat 18 geladen. Okay, das ist nicht so viel. So, hier stehen 91. Aber die wollen dann wohl in die andere Richtung, ne? Ja. Dem ist so. Oh, da sind eine ganze Reihe Busse. Die müssen wir mal alle in Empfang nehmen. Stadtbus. Ausmustern. Weg. Ausmustern.
Weg. Ausmustern. Weg. Fernbus in Haus, Pluto. Ausmustern. Der ist schon weg. Da war auch nichts drin wohl dann. Ja, sieht so aus. Die haben jetzt alle nicht laden dran, das ist auch gut. Und dann müssen wir gleich gucken, ob da noch irgendwo einer fährt oder nicht. Das erkennen wir aber gleich hier dran. Ne, das sind auch die drei letzten, die da drauf sind. Wenn die entladen haben, ist auch die Linie leer, ne? So, dann ist das hier er hier. Können wir auch ausmustern. Oh, der war schon leer, gleich weg, oder wie? So, der braucht ein bisschen länger. Der kann weg. Und dann nochmal den noch. Das weg und hier unten hin. Hier waren schon 159 Leute. Jetzt sind wir hier in Sonderhausen, ne? Da gab es ja sogar zwei Haltestellen. Das passt ja schon. Und hier ging es nach Lauter und da ist ja auch einer angeschlossen, auf jeden Fall, wenn nicht sogar zwei, ne? Ja, da hatten wir, glaube ich, zwei angeschlossen, ja. Jo, das läuft auf jeden Fall. Hier ist nur noch einer drauf. Die sind alle mit nicht laden, der ist hier zur Kontrolle. Den folgen wir jetzt mal, der wartet auf freie Strecke da. Ach, guck mal, Sonderhausen Floto ist jetzt auch keiner mehr drauf. Das können wir die Linie löschen. Jetzt haben wir nur noch Sonderhausen Lauter. Das sind die beiden hier. Hier ist irgendwie was voll. Ja, da kommt aber gerade einer und holt was. Warten alle auf freie Strecke hier. Aber das passt schon. Hier sind 14 noch drin. So, den wollten wir ja verfolgen. Da wartet er wieder auf irgendwen anders. Und der da unten müsste jetzt weg sein, oder? Genau. Passt. Der Wimmel-Anton fährt jetzt weiter in den nächsten Halt rein. Und sollte hier ein paar Leute loswerden, oder? Na, guck mal, wir fahren sogar bei ihm nach dahinter. Nach dahinten zum Kindergarten. Okay. Rechts die Haltestelle bei Flot hat jetzt 134 Passagiere. Ja, sieht doch nicht schlecht aus. Hier oben, das ist leer, kann also auch weg. Und dann können wir das Fenster da schließen. Wir sind noch hier am Verfolgen. Läuft aber. Und an dieser großen Kindergartenhaltestelle steigen der Welle aus. Hammer, oder? Und 57 steigen hier hinten am Kindergarten ein. Das ist ja schon krass. Das ist nicht wenig. Oh, hier stehen schon 329 Passagiere. Aber da kommt gerade einer und nimmt welche mit. Ja, sind auch welche weniger. So, hier die 57. Nach Floto, nach Waldeck, nach Sonderhausen, nach Waldeck. Okay, hier steigt keiner an der Bushaltestelle aus, sondern da steigen welche ein. Ja, und voll, ne? Das ist schlecht. Dann würde ich mal sagen, stehen hier noch welche, ne? Ja. Werden nicht abgeholt. Ja, das bedeutet, wir haben zu wenig Züge hier drauf, ne? Da denkst du,
Das sind schon reichlich, sind es aber gar nicht. Hier 104 voll. Wo ist der nächste? Der wartet auf freie Strecke. Auch voll. Der am Rückweg. Voll. Sind hier noch welche unterwegs? Nee. Also, das bedeutet, können jetzt noch welche draufsetzen. Zwei bestimmt noch. Ja, was machen wir da jetzt? Ach so, da hatte mir der, ich weiß gar nicht, war es der Pumuckl? Ich glaube, Pumuckl hatte mir geschrieben, dass ich hier immer schön weitermachen kann. Jetzt wieder ein Triebwagen und wieder ein Dingens. Dann wird das funktionieren, dass ich die auch länger bauen kann. Stellt sich die Frage, ob das jetzt gerade Sinn macht, ne? Wie war denn die Linie jetzt hier? Vier Städtebahn, da ist er. Komm, wir kopieren noch zweimal und hauen die alle raus. Der verlässt das Depot. Ich hoffe, da ist noch nicht einer so in der Nähe, dass die alle rauskommen noch. Ja, das sieht gut aus. Der fährt noch weg und da kommt erst einer entgegen. Das müsste also relativ gut klappen, dass die drei noch rauskommen. Irgendwann müssen wir vielleicht mal einen größeren Zug dann nehmen, ne? Müssen wir dann noch überlegen, was wir da machen. Er wartet noch auf freie Strecke und in der Hoffnung, dass hier keiner kommt. Was auch noch so ist, weil der ist noch weit weg. Ja, da ist er. Dann kommt er da auch noch gleich raus. Das werden wir noch schaffen. Er fährt schon wieder zurück, das ist gut. Das bedeutet gleich, er ist hier. Dann fährt der. Und dann müsste das auch klappen, oder? Ich weiß noch nicht, ob er zuerst fährt oder er zuerst. Naja, er hat die Vorfahrt. So, jetzt fährt er dann auch raus. Und der andere ist noch nicht da. Das passt dann. Dann kommt das ja ganz gut hin hier, oder? Hier stehen 278 Leute, ne? Und da kommt noch ein Bus irgendwo her. Das Bus Floto ist das. Ach so, der hat hier irgendwo gedreht und fährt zurück, alles klar. Ach so, jetzt ist hier noch die Frage, wenn hier so viele stehen, ob die wegschaffen, ne? Okay, das war jetzt hier 1 zu 1 getauscht. Kommt schon der nächste. Jetzt müssen wir mal gerade gucken, wie wir hier noch stehen. Waldeck. Hier unten sind welche über Floto, über Lauta. Aber das ist alles. Ach ne, da sind noch 59 über Lauta. Okay, ein paar mehr sind es noch. Müssen wir weiter beobachten, ne? Ob das läuft oder nicht läuft, das ist die Frage. Oder ob wir noch den einen oder anderen Zug brauchen. Platz wäre noch da, oder? Wir haben hier noch eine Weiche frei. Zwei frei, also es können noch zwei mehr drauf. Hier ist gerade ausgebucht. Der. Ja, es wäre noch Platz auf jeden Fall. Ist nur die Frage, wo, wie viel stehen. Hier stehen auch noch 203. Da fährt einer, der fährt einer. Und der fährt noch hin. Das bedeutet, hier könnte jetzt noch einer drauf, ne? Vier Städtebahn und los. Nachkommen machen eine Kopie und hauen beide raus. Aber am Ende ist es so, dass wir einen größeren Zug brauchen, definitiv.
Jetzt sind es hier 141, aber ich glaube, da sind keine Züge, die mehr vorbeikommen jetzt gerade. Doch, der fährt noch weg, okay. Oder ist es sowieso innerstädtisch? Da müssen wir gerade nochmal reingucken dann. Okay, läuft gerade nicht gut. Achso, wir haben ja auch unten offen, ne? War ja wieder super. Lauter Kindergarten, das ist hinten rum. Und das ist der Rest, ist also die Hälfte ungefähr. Oder? Nee, nicht die Hälfte. Über die Hälfte, zwei Drittel, würde ich sagen, fährt mit. Hier die Bus, sage ich schon, die Postwagen, ne? Aber die sind leer. Ist der auch leer, ne? Ja. Da fahren ganz schön viele leere Postwagen dann, oder wie? Aber die Linie ist schwarz, oder was? Okay, so ein paar leere sind dabei. Ist die Frage, wo es sich rechnet und wo nicht, ne? Weißt du was? Außerdem mal aus. Das sind vielleicht zu viele drauf. Gut, hier läuft's noch. Der hat 68 geladen, also voll. Sind jetzt nur 94, vielleicht werden es auch weniger jetzt hier. Sieht nicht schlecht aus, würde ich sagen. Wir haben noch zwei, drei Züge draufgesetzt, dann wird das auch noch ausgleichend sein. Warte auf freie Strecke. Oh, hier haben wir es jetzt verdummbaselt, oder was? Passt was nicht. Okay, das bedeutet, wir machen da noch schnell ein Signal hin. Dann könnte das vielleicht klappen. Obwohl, das Signal gefällt mir da ja gar nicht, sondern lieber da, und das andere hauen wir wieder weg. Ne, ich glaube, wir nehmen besser das X. Dann ist das auch weg, ja. Warum fährt der jetzt nicht weiter? Das ist schlecht, ne? Kommt der nächste schon tatsächlich? Das ist aber hier fehlgeplant dann. Kann der jetzt fahren da? Ja. Okay, da haben wir irgendwo was nicht passt hier, ne? Dann doch zu viele Züge drauf, oder wie? Jetzt müsste der vordere fahren, ne? Kann er nicht, weil da oben noch einer wieder reingegeistert kommt. Super, läuft. Ja. Wartet auf freie Strecke. Jetzt haben wir sie alle hier, ne? Läuft. Läuft. Ja, das bedeutet, was machen wir? Geht ja nur so, oder? Passt. Jetzt müssen wir hier noch irgendwie was wegnehmen. Geht nicht, weil da ein Zug steht, alles klar. Und das andere geht auch nicht, weil da auch ein Zug steht. Wenn wir Glück haben, kann der da jetzt reinfahren. Wegfahren. Sieht gut aus, einer fährt. Oder kriegt er doch nicht freie Strecke? Ja, ey, super. So, neue Signale. Da geht's gerade nicht. So, dann kann der aber fahren, dann funktioniert es erstmal hier wieder. Haben wir Massenstau gerade verursacht. Jetzt müssen wir hier gerade gucken, das geht jetzt nicht weg. Aber wir kriegen dieses weg, das ist schon mal gut so. Und dann kriegen wir das auch noch gleich weg.
Wenn der gleich durch den Bahnhof ist, dann sollte der nächste fahren, ne, oder? Ja. Das hat jetzt gerade nicht geklappt. Gut, dann geht das nicht. Dann muss das doch bleiben. Dann muss das hier... Na. So sein. Und dann ist da irgendein Signal noch weg. Ah, jetzt reißen wir aber erst diese Strecke ab. So, das hat geklappt. Signal weg machen wir hiermit. Hier ist schon weg. Cool. Ich glaube, das steht da. Dann machen wir da eins hin. Und da eins hin. Und das reißen wir weg. Und der müsste jetzt mal fahren, oder? Würde rein theoretisch gehen. So, passt es eigentlich. Nur der eine mag jetzt nicht. So, jetzt müssen wir den anpacken und der muss mal halt so, der steht im Bahnhof, alles klar. Fahrtrichtung ändern. Einmal bitte nach Hirschberg zurückfahren. Ne, nach Lauter zurückfahren. Dann klappt das schon. So, der wartet da noch, weil er keine Freistrecke gekriegt hat. Jetzt die Frage, ob wo er dann dahin fährt. Ob wir hier gleich das nächste Problem haben, aber bevor wir dieses Problem haben, setzen wir mal schnellstens noch ein paar Signale hier hin. So. Können auch zwei nacheinander jetzt da stehen, ne? In der Hoffnung, dass es funktioniert. Gut, dann sind wir hier erst fertig. Ich hoffe, es ist nirgends woanders jetzt gerade ein Problem. Aber jetzt sollte es wieder laufen. Das ist die Stelle, wo sie natürlich gegeneinander fahren, ne? Wo sie sich gegenseitig treffen, dann da ist dann schwierig, okay. Gut, okay, aber ich sag mal, jetzt machen wir erstmal Schluss. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.